Später. So, Salam alaikum, Leute. Willkommen zurück bei Let's Play von Kidiz 7. Naja, bald mal sehen. Ja. Ich habe gestern gezeigt. Aber ich weiß nicht genau, was ich hier gemacht habe. Aber egal. Naja. Ich habe es zum ersten Mal ohne Erlassstellen gemacht, ne? Gestern. Weil ich keine Lust mehr. Aber ich hoffe wohl, ich hoffe, da meinem Internet geht's gut. Naja. Es beschleunigt wie normal oder so, aber ich habe zum Glück abgeschlossen. Ah, okay. Jetzt habe ich das so kapiert. Samlu. Sobald sie ihre Belohnungen haben, kann ich ihnen einige Geschichten über dieses Auto erzählen. War ja klar. Ja, okay, das ist eigentlich so. Was habe ich denn noch gestern gemacht? Ach ja, ich habe zwei oder drei. Ach egal, ich lese es vor und zwar. Ich lese vor. Modelle mit Frontmotoren und Heckantrieb, FR, die in den 1980ern und 1990ern produziert wurden. Oh fuck, mein Gott. Da wären das S13 Modell des Silvias, der MX-5 und natürlich das AR-86 Modell des Corolla 11, allgemein als 86 genannt. Das sind nostalgische Favoriten japanischer Autoliebhaber. Heutzutage sind japanische Sportwagen weltweit beliebt, aber hier Siegerzug bekam wahrscheinlich in den 1960er Jahren mit beliebigen Größen wie dem Toyota 2000 GT, okay, und dem ersten Sportwagen von Honda, der S-Serie, okay. Auch die GTR-Marke von Nissan entsprang den 1960ern. Okay, okay. Boah, schon interessant, also. Also, das Interessante ist, und zwar Nissan GTR, den ich noch nicht gekauft habe. Das ist viel zu krass, ne? Aber naja, ich starte mal das. Bla bla. Oha, wir sind Nummer 11, ist ja. Oha. Oha. Das ist schon mal krass, ey. Aber eigentlich wollte ich zum Leasing Center. Nein, Center gehen, um was zu machen. Ich muss National A durchmachen, wirklich. Also gut, dann nehme ich ja so eine BRZ. A1 steht für Ideallinie Anfänger 1. Hier lernen Sie den Grundlagen zu Außenlinie. Sie haben schon von Außenlinie außen gehört, oder? Das ist die grundlegende Idee beim Kursfahren. Keine Zeit zum Reden. Ich wollte spielen, danke. Nach 17 Sekunden alt. Nee, nochmal, war nicht gut. Ach so, okay, jetzt habe ich es kapiert. Knapp. Boah, das war knapp, was?
Nein, oh Mann, nochmal. Alter, ist ja schwer. Sauber. Perfekt. Oh, perfekt. Jetzt habe ich es zum ersten Mal durchgeführt, ja, und das ist so geil. Ja, und für tägliches Training brauche ich nur noch 31, glaube ich. 31 Kilometer. Aber es ist eigentlich so, aber egal. Jetzt nehme ich die zweite Prüfung. Bla bla. Bla bla bla, jetzt gut. Mein Gott. Golf. Scirocco R. Okay. Ne, nochmal. War nicht gut. Boah, das ist dein Ernst? Nein, ah, Mist. Später. Dieser geht doch. Mamma mia, ey. Geht doch, Junge. Ja, was ich da gekriegt habe, ist, oh, das Gute ist, ich bekomme insgesamt 3,5 Kilometer. Also ich sammle gerne für das tägliche Training, ja. Insgesamt 3,5 Punkte in diesem Moment, aber das zeige ich nur so, aber. Scheiße, was soll ich sagen? Moment. Ich glaube, ich kenne das. Hä? Moment. Was soll denn das? Hä, was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Ja, guck mal, willst du mich verarschen? Hä, gibt's doch nicht. Junge. Alter. Hier rechts neben der Außenstrecke zählt das möglicherweise, ey, mein Gott. Siehst du, geht doch. Immer noch nicht. Hey, immer noch nicht. 58 vor Gold. Ich hasse diesen Moment. Oh mein Gott. Nee, 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 nee. Okay, das war knapp, ey. Juhu, endlich mal. Oh, meine Güte, ne, endlich mal. Jetzt kann ich schon eigentlich. Nein, zurück. Jetzt kommt der Gewicht dran.
Oh Mann, ich schon ein bisschen müde, hab ein bisschen Kaffee getrunken und so, ja. Und habe ich schon ein bisschen noch für YouTube angeschaut, so der Führerschein, dann Fahrprüfungen und dann sowas, ne, fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wirklich fahren kann oder nicht. Ohne Controller. Nein, ah, scheiße. Okay. Okay. Nein, oh. Boah, nee, ne? Ist nicht dein Ernst, oder? Nee, geht nicht. Ist doch nicht wahr, Junge. Später. Das war so knapp. 31 vor. Oh Gott. Schlimm. Fünf, sechs, sieben, acht oder tausendmal muss ich mal oder tausendmal muss ich versuchen nach. Sieben? Ist das dein Ernst? Dein Ernst? Oh Gott! Silber vor Gold, oh la! No. 135 Kilometer und der lenkt immer noch so schwach, Junge, ey, ist ja Wahnsinn! So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ach, Mann! Ich renn gar nicht mehr dahin, Junge! Geht doch. Endlich mal. Dang, das war so anstrengend für mich, ehrlich. Hab 20 Mal versucht. Scheiße. Ach, krass. Ich hab trotzdem ein Pack bekommen, endlich mal. Bevor ich ja weitergehe, muss ich erstmal ein Pack öffnen. Was gibt's? Ach, nur ein Stern, Junge, ist ja ekelhaft. Bitte nicht an, bitte nicht an. Beende trotzdem Stream, Junge, kein Bock, nicht Spaß. Junge, ich bekomme häufig nur scheiß Geld mit. Scheiß Geld, also dieser scheiß Wert von 2000. Oh, Junge. Oh, Mann. Leck mich fett, Junge. Und was ist denn das? Ja, einfach. Na gut, dann nehme ich ja sowieso dran. Mich verarschen? Na gut. Gibt's keinen Bremsbereich oder so? Lol.
Alright. Ey, ich hab doch Gold geschafft, cool. Ah, ich glaube, ich nehme den C4. C4, wie eine Bombe, ey. Aber ich bin da gespannt, was er drauf hat, ich schwöre. Ich glaube, ich kenne mich auswendig. Ah, übersteuert. Na gut. Ah, fuck my life. Na gut, das ist relativ einfach. Ja, das ist relativ einfach, ich schwöre. Na gut. So, das habe ich nun hier dann gemacht. Und jetzt kommt als nächstes hier BMW M3. Aber bin ich nicht länger als 30 Sekunden. Naja, okay. Ja, okay, alles gut. Aber ich weiß nicht, egal, bin mal gespannt, was BMW M3. Na, geht. BMW M3 ist so einfach, man kann das nur schon ein bisschen live driften, aber seitlich auch, ich will mich das aber, wohl wie Profi noch nicht. Aber was ist mit dem Pickup? Na gut, aber egal. Oh ne, nicht auf den Shooter. Oh ne, das ist schlimmer. Oh ne. Warum krieg ich nur Silber? Hä? What? Hä? Ich hab verstehe nicht Beschleunigung oder bin ich so blöd? Hä? Ey, ich verstehe das Rennen gar nicht. Warum ich ja immer die Scheißzeit machen soll, Mann. Ach, okay. Sauber. Hey, ich habe nur 900.000. Okay. Okay, ist ja gut. Nein, Mist, hör auf. Ganz ruhig. Ganz ruhig.
schlecht. Nicht wirklich, hä? Ist der blöde Gang oder was? Hä, gibt's doch gar nicht. Diese Lenkung so behindert. Ich bin noch nicht auf der Straße hinaus gefahren. Was zum Teufel? Wie soll ich mich anstellen, ey? Zu spät. Ich hab so spät gebremst. Was soll ich denn tun? Warte mal. Ich glaube, es stimmt irgendwas nicht. Aus. Nicht was, sondern aus. Komplett aus. Was noch, was noch, was noch, was noch. Schwach, aus. So. Später. Immer noch da vorne, der da ein Geist ist. Und ich weiß nicht genau, ich habe ein paar Mal versucht und ich komme nicht mehr klar. Ich kriege jetzt mehr dahin. Naja, was soll's. Ich glaube, ihr wollt mich nur verarschen. Bitte. Später. Ja, nee, auch was, ey. Ihr wollt mich nur verarschen. Verarsch mich doch, wirklich. Verarsch mich doch. Oh Mann, wenn ich das nicht tun könnte. Alter. Also gut, ich weiß nicht, woran das liegt, warum ich nichts die goldene Pokal gekriegt habe oder ne. Hat Gran Turismo gesagt, dass er mich verarschen will oder was? Dann wäre es nur ehrenlos. Das ist ehrenlos. Oh nein, ach was, guck mal. Ich steuere einfach nur so, aber das Problem ist, dass durchdrehen kommt und dann habe ich gar nichts mehr. Da bin ich wirklich nett, ey, ich schwöre.
Mann, ey, das war so knapp, ne? Na, geht doch, Junge, endlich mal, mein Gott. Alter, so ein Dreck, das war die schwere Zeit für mich, ne? Alter, ich hab goldene Pokal hab ich gekriegt, cool. Ekelhafter, ey. Boah, Junge, das war so ekelhafter. Was soll ich sagen? Das war wirklich die ekelhafte Prüfung überhaupt, bis bisher, ey. Digga. Jetzt kommt Super dran. Super. Okay. Nee, nochmal. Das habe ich dann zum ersten Mal gemacht. Ich kenne diese Strecke nicht so gut aus, ey, wirklich. Nee, auch nicht gut. Warte mal, Gott. Warte mal. Ich versuche mich alles zu merken, aber das Problem ist, eine Sache vergesse ich das. Oh Mann, ihr wollt mich verarschen. Oh nein, nicht gut. Nur noch 600. Nochmal. Komm schon, komm schon. Ach. Endlich mal. Boah. Meine Fresse, endlich mal. Boah, das ist so heftig, ne? National A-Lizenz erhalten.
Mein Gott, Junge, endlich mal. Boah. Ich habe alle Gold geschafft. So, woher bekomme ich jetzt Sirocco R10? 2010 also. Plus. Subaru STI Sport. Ich bin Igor Fagra, ein kantonesischer Fahrer aus Brasilien. Aber ich bin als Kind in Japan aufgewachsen. Meine Aufgabe ist es, sie durch die internationale BL zu begleiten, bla 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 und so weiter. Was kommt als nächstes? Oha, okay, oha. Alles klar. Oh Mann, okay. Was ist denn das? Ach so. Sport. Was nur? Ah, da muss ich hier machen, oder was? Was soll ich denn nur tun? Also, was soll ich denn nehmen? Formfonat, okay. Nämlich der erste Chirurg oder einfach nur Taycan, egal. Na, egal. Boah. Nein, oh mein Gott, nicht gut. Aua. Okay. Mann, das war ich fahre vernünftig. Oha. Guck mal, 220, 30, 40, 50, bla bla bla. Wow. Ja, der dreht sich. Ah, Scheiße. Oh Mann, das ist ja blöd für mich, ja ehrlich. Alter Schwede, aber seine Bremse ist ein bisschen schwach oder so, habe ich gemerkt.
Boah. Nein, nein, nein. Oh Gott. Das war so knapp. Night One. Wir haben es geschafft. Boah, eigentlich. Gut, dass ich meinen Taycan genommen habe, ne? Meine gekauft habe, ne? Meine Faktor. Deswegen gar nicht mehr so gut klar. Sehr gut. DS3 Racing, okay. DS3, okay. Das hört sich mal nicht schlecht an, aber naja. Ich glaube nur noch das letzte. Nur noch das letzte. Was soll ich denn tun? Ah, nee, okay. 5 gegen 5 in der LP-Klasse. Na gut, dann. Komm mal her, der Porsche-Teil ganz am Start. Jetzt aber. Guck mal, Achtklasse. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, ich hab's zu spät erkannt. Und tschüss. Jetzt mach ich ganz ordentlich. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht oder so. Komm schon, komm schon. Boah, geschafft. Boah. Erster Platz. Ich hab Bachelor gekriegt. Ja, moin, endlich mal. Jetzt habe ich so viele Autos gesammelt. What the fuck, ey? Das sind so viele.
Das sind wirklich viel, aber naja. Naja, was soll's, egal. Jetzt gehe ich ins Café und jo. Zwei Tickets, das ist ja geil. Das ist ja absolut geil, was? Naja, dann, meinst du, was passiert? Frankreich hat das erste Autorennen auf der Welt veranstaltet, okay? Und das schon im Jahr 19. Jahrhundert. Französische Hersteller sind schon seit sehr langer Zeit im Motorsport aktiv. Über die Jahre haben sie die Entwicklung von sportlichen Versionen ihrer kleinen Sportwagen perfektioniert. Die Motorsportabteilung von Renault Sport, hat aus dem Megane und dem Zelo großartige Sportwagen gemacht. Auch die GTI-Serie von Peugeot ist seit ihrer Entstehung in den 1980ern sehr beliebt unter den kleinen Kraftpaketen. Der DS3 Racing ist ein weiterer kleiner Flitzer, der bla bla und so weiter. Ja, du bla 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 und so weiter. Ach, das reicht jetzt schon. Genug für heute. Boah, jetzt kommt Nummer 12, ey, ist der Wahnsinn. Oha, ich hab fast 1 Million. Oha, ich hab fast 1 Million. Oha. Das geht ja da ab so schnell, ey, aber mal sehen, was ich bekommen habe. Bitte. Gib mir nur gutes Geld, komm. Immer nur das, Junge. Warum? So ein Dreck, Junge. Ey, das kann doch nicht sein. Nein. Egal. Nein, das darf wohl nicht wahr sein. Ja, mein Gott. Ey, es ist genauso wie ein Pokémon oder so, dass ich erst gefangen habe und dann über. Und so sammle ich ein Monster und kann Tosimo dagegen. Muss ich ihn nur sammeln und. Ja, was soll ich sagen? Es ist nicht wie Pokémon oder irgendwas, keine Ahnung. Aber ich glaube schon. Ich kaufe mir das. Ich kaufe ihn trotzdem. Ach, guck mal hier, das ist das Problem. Ja. Meine Fresse, warum denn auf einmal? So. Aber hier gibt es nur das. Aber ich mache das vollständig aufwenden, egal. Egal. Ballast, okay. Dann Semi-Sport. Supercomputer, dies, das. Man kann ja doch super aufwenden, meine Fresse. Verwendungsfrei, Staffigkeit erhöhen. Ah, vergiss es. Vergiss es, oh mein Gott. Nur das. Moment! Moment, Moment! Was ist denn das? Schlitzscheibe oder Anime-Mails? Ach, scheiß drauf. So? Geht das? Ah, es gibt beide, okay. Nee, nicht das, das ist Quatsch. So, besser. Schon viel besser. Und jetzt mal sehen, ob ich den Test machen kann. Vor allem, weißt du, was ich drauf habe? Und zwar, Nein, Quatsch. Ich muss was ein bisschen Test machen. Und zwar, wo ist das? Wo ist das eigentlich?
Ah, okay, nein, nein, danke. Nee, nee, nein, danke. Nee, noch nicht. Ach so, nein, okay. Schwadden, du bist am Zeitsparen, weißt du? Wisst ihr? Schon viel besser. Oh, das ist mega krank. Boah, das ist krank. Nur bis 260, okay. Und jetzt bremsen. Okay. Okay, nicht schlecht. Okay. Boah, einfach eine super Teil. Boah, Teil. Ich hab den Tiger komplett aufgefettet. Meine Fresse. Aber der bremst sehr stark geworden, wirklich. Er bremst so stark, ne? Sehr, sehr, sehr stark, wirklich. Seine Bremse ist sehr stark geworden, wirklich. Sehr, sehr, sehr stark. Und ich bin beeindruckend, wirklich. Aber ich glaube, das war's. Ah, ich glaube, eine Spende. Trotzdem streamen. Vielleicht komme ich später oder irgendwas, bla bla bla. Na gut. Gefällt euch mein Video? Na gut, dann würde ich mal sagen, haut rein, bis so. Und haut rein und bis dann. Might pull up in the Maserati, Maserati, maybe the Bugatti, Bugatti.